Episode 1. Ein neuer Tag. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Walking Dead, dem Adventure von Telltale Games aus dem Jahre 2012, angelehnt natürlich an die Serie und den Comic The Walking Dead. Wobei es nicht direkt mit der Story der Serie verknüpft ist. Wir erleben hier eine eigene Geschichte und lasst euch nicht vom Comic-Look abschrecken, das Spiel hat wirklich Tiefgang. Well, I reckon you didn't do it then. Ja, und wir sitzen hier hinten im Polizeiwagen, haben wahrscheinlich irgendwie Mord begangen oder was auch immer. Und jetzt können wir hier Multiple Choice diese Frage des Officers beantworten. Warum fragen Sie? Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Und was haben Sie geantwortet? And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Super. Ja, und auf jeden Fall, wir wissen noch nicht genau, was los ist. Und hier scheint es sich noch um den Anfang des Zombie-Terrors zu handeln. Sie reden hier noch von bösartigen Tieren und was weiß ich was. Ja, visieren Sie das Ziel im Rückspiegel an. Followed your case a little bit, you being a making boy and all. Ja, und jetzt können wir hier einen kleinen Plausch mit dem Officer halten. Sie sind also auch aus Macon? You're from Macon, then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell. Whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Der Anfang jetzt übrigens für die Leute, die sich vielleicht wundern, ist jetzt noch recht easy, aber das wird sich ändern. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Klar doch. Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. Fick dich. Oder sie hat den falschen Mann geheiratet. Oder eben gar nichts. Und keiner weiß noch so recht, was wirklich los ist im Moment, aber das wird sich ändern. Und ich weiß es natürlich schon, weil ich kenne die Serie und einige von euch bestimmt auch. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Wahnsinn. Vielleicht war unschuldig. Also war es? Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. What's out? This other time... Oh, fuck! Ja, super! Und der hatte sich nicht angeschnallt, der Cop.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da geht's auch schon los. Und da ist der Officer. Ja, und diese Übersetzung ist übrigens von Schote.biz. Die ist eine User-Übersetzung. Das Spiel ist sonst nicht in Deutsch, aber die habe ich halt eingebunden, damit ihr da ein bisschen was sehen könnt. Beziehungsweise alles versteht. So, und da ist der Officer. Der sieht nicht mehr fresh aus, der Bursche. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still Kraftwerk here! Deswegen aber bei der Übersetzung nicht wundern, falls mal ein paar Fehler auftauchen sollten oder so. So, ja, hier. Scheibe eintreten. Irgendwie müssen wir hier rauskommen. Wir lagen jetzt wohl etwas länger in Ohnmacht hier. Und der Officer ist nicht mehr frisch dabei. I need to drag myself out that window. Ah, komm schon. Und jetzt raus hier. So, natürlich höllisch vor den Splittern aufpassen. Sonst ist das andere Bein gleich auch noch im Arsch. So viel dazu. So, und jetzt können wir uns hier umschauen. Schwer verletzt. Unser bisher namenloser Held hier, den wir spielen. Und es hat, wie gesagt, direkt nichts mit der Story von The Walking Dead, der Serie oder eben dem Comic zu tun, sondern wir spielen hier eine Story eines anderen Überlebenden. So, hier haben wir eine Schrotflinte. Officer's shotgun is over there. Was haben wir denn da? Ah, eine Patrone. Ja, und das ähnelt doch durchaus Heavy Rain so ein bisschen, von der Aufmachung her. Ist ein bisschen auch so ein interaktiver Spielfilm, halt schon Adventure. Officer? God damn. Oh Mann. Hat ein Schlüsselchen dabei und das dürfte doch genau für unsere Handschellen gehen. Shit. Ah, super. Üble Gesichtsfarbe, der Officer. Ich glaube, der hat sich eben auch schon mit ein paar Zombies angelegt. Und ich bin ja ein riesen Fan der Serie The Walking Dead. Hab mittlerweile alle Folgen bis zur dritten Staffel Mitte gesehen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bis dahin ist es erst rausgekommen. Ah, und ich freue mich schon auf die nächsten Episoden. Officer. Wow! Alter. Holy shit! Gott, Gott, Gott. What in the hell? Die Schrotwinde. Get away from me! Schnell, schnell. Ach, du Heilodri. Komm schon. Nein, 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 nein. Ich muss mich beeilen. Zack. Patrone nehmen. Laden. Don't make me do this. Officer, wir können doch über alles reden hier. Scheinbar nicht. Immer schön aufs Gehirn feuern bei den Zombies in The Walking Dead. Sonst gehen die Typen nicht drauf. Man. The skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Ja, und es spielt halt alles zu Beginn dieser Zombie-Geschichte. Are you dead? Hey! Are you dead? Also ich würde mal sagen, schon. Schauen wir uns jetzt mal hier näher um. Schöner Wald übrigens eigentlich, ne? Wenn jetzt hier nicht gerade Zombies... Da hinten, was ist das denn? Eine mysteriöse Figur, das ist so ein kleines Mädchen, oder? Help! Go get someone! There's been a shooting!
Eine Schießerei ist nicht das einzige Problem. Alter! Jetzt wird's aber Zeit hier. Boah. Die Burschen haben ganz schöne Schweißfüße. Oh Mann, oh Mann. Die guten Beißer. Oder Walker, Wandler. Den hat jemand ins Gehirn geschissen. Sagt man so. So. Hello. Anybody? Ja, jetzt sind wir hier im schönen Garten gelandet. Schöner Garten eigentlich, aber hier mit den Zombie-Plage ist es natürlich nicht schöner. Und ihr seht schon, langsam aber sicher werden es immer mehr Zombies. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Vielleicht ist da das Mädchen drinne. Anybody up there? Ah, scheint nicht so. Help! Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Ja, ein guter Tropfen Milch, ein guter Bourbon. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen uns jetzt irgendwie umschauen und uns verarzten, das ist immer wichtig. Die Shotgun hätte ich ja mitgenommen an seiner Stelle. Just go for a dip. Ja, in der Pool, der ist zu. Und wir gucken uns jetzt hier mal in der Umgebung um. Ihr habt schon einen kleinen Einblick jetzt bekommen in das Spiel. Somebody. Yell if you can hear me. Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Das ist kein schlechter Plan. Ja, ihr seht schon, die Autos da drüben sehen auch nicht mehr so fresh aus. Hier scheint der Zombie-Terror schon zugeschlagen zu haben. Und wir müssen kämpfen ums nackte Überleben. I wonder if anybody's home. Vielleicht finden wir hier was. Hello. Anybody home? I need a little help. Ah, dann machen wir doch mal auf. Total einbrechersicher. Coming in. Don't shoot, okay? Not an intruder. Or one of them. Oh. These people may need more help than I do. Das sehe ich auch so. Das war bestimmt kein englisches Steak, also blutig gebraten. Jesus. Alter, das heißt, sie sind vielleicht Zombies im Haus. Und sie haben Kinder. Einhorn. Oh. Das letzte Einhorn, was gemalt wurde. Boah, Alter, bist du ein Halodri, ey. Vollidiot. Mal ganz ehrlich, da rutscht der auf der Blutlache aus. Kann ich mir so ein Messer schnappen hier? Was haben wir denn da drin alles in den Schubladen? Walkie-talkie. Hey, ist vielleicht nicht schlecht. Wer denn so ein Walkie-talkie in der Küche? This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Oh, das ist das Walkie. Das haben sie liegen gelassen. Marshall's. That's a Savannah area code.
But that's the type of note you'd leave a babysitter. Na, irgendwas müssen wir ja doch noch drin finden. Verbandszeug wäre auch nicht schlecht für unser Bein. Ah. Alles wasteless. Unnützer Kram. Oh! Was piepst da? What's that beeping? Ja, was ist das? Hey, da können wir auch noch reinschauen. Immer schön alles unter die Lupe nehmen, nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Ah, ein bisschen Wasser trinken ist mal gut, ja genau. Durstig ist er ja schon seit dem Auto. Ich würde mal interessieren, wie unser Held heißt hier. Es ist nicht nochmal auf der Lache ausrutschen, Alter. Ah, Anrufbeantworter. Maybe there's something on there. There are three new messages. Three new messages. Message one, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Das war doch das Mädchen, oder? Clementine. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Ich bin kein Monster. Wer spricht da? Geht es dir gut? Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Aber wo bist du, Clementine? What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Na, die Eltern sind unterwegs, das wissen wir ja. Hello? Did they get you? I'm sorry. I'm here. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Oh, fuck you! Oh Mann! Oh, schon wieder. Heilige. Kleines Bastardvieh. Schön auf den Schädel. Lass meinen Fuß in Ruhe. Clementine. Schnapp dir den Hammer und hau drauf. Oh, Scheiße. Ob das Sandra war? Hat's. Halt deine Schnauze! Ich glaube, ich war den Hammer. Ha!
Und jetzt schön ins Gesicht. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Oh. Hey, war nicht so gemeint. Man. Hi there. Did you kill it? Ja, wir haben es umgebracht. Ich weiß nicht, ich vermute es. Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Nach Hilfe Ausschau halten, bevor es dunkel wird. Hier abhauen, sobald die Sonne untergegangen ist. Tja, liebe Freunde, das sehen wir dann in der nächsten Folge von The Walking Dead. Bis dahin.